Befindet sich das Universum in einem schwarzen Loch und beantwortet das alle unsere großen kosmischen Fragen über den Urknall und darüber, was neben dem Universum ist? Kann gut sein. Und in diesem Video gehen wir gemeinsam auf eine wilde Reise durch Raum und Zeit. Also schnellt euch gut an und macht euch gefasst auf eine kosmische Identitätskrise. Wenn es euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr mit einem Daumen nach oben und einem Kommentar helfen. Denn dadurch wird der YouTube-Algorithmus aktiviert, um dieses spannende Thema noch mehr Menschen anzuzeigen. Vielen Dank, Leute, und herzlich willkommen. Was war vor dem Urknall? Was ist neben dem Universum? Und warum kommen wir aus dem Universum nicht raus? Erstaunlich gute Antworten auf all diese Fragen liefert die Theorie, dass der gesamte Kosmos sich in einem schwarzen Loch befindet. Wir machen mal eine kleine statistische Erhebung daraus. Schreibt mir jetzt am Anfang des Videos mal, wie ihr zu dieser Theorie steht. Könnte das Universum eurer Meinung nach wirklich in einem schwarzen Loch sein oder nicht? Und am Ende des Videos schauen wir dann nochmal, ob sich die Stimmung verändert hat. Bevor wir gemeinsam den Ereignishorizont überqueren, zeige ich euch ganz schnell, was ihr machen könnt, um unerkannt wie ein schwarzes Loch das Internet zu benutzen. Kennt ihr das? Ihr wollt eine lange erwartete neue Sci-Fi-Serie gucken, aber dann ist sie in Deutschland noch nicht verfügbar? Keine Sorge, dabei hilft euch NordVPN. Da fragen jetzt einige von euch, wie hilft mir denn NordVPN dabei? Mit NordVPN macht ihr alle Online-Inhalte weltweit sichtbar. Stellt euch wie eine kosmische Taschenlampe vor, mit der ihr plötzlich das gesamte Universum erhellt. Wenn ihr euch zum Beispiel mit einem Server in der Türkei verbindet, seht ihr plötzlich vorher verborgene Serien bei Streamingdiensten. Alle, die gerne das ganze Internet nutzen wollen, sollten also sich bei NordVPN anmelden und am besten mit meinem Link nordvpn.com/astrotim. Damit erhaltet ihr einen Mega-Rabatt und auf das 2-Jahres-Paket sage und schreibe 4 extra Monate obendrauf. Außerdem könnt ihr das neue Feature Bedrohungsschutz nutzen. Mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie von NordVPN ist das Angebot außerdem absolut risikofrei. Die Bedrohungsschutzfunktion finde ich super hilfreich. Sie hilft dir, bösartige Werbung, die sich deinem Computer nähert, wie gefährliche Asteroiden einem Planeten, einfach verschwinden zu lassen und sie zu blockieren, insbesondere beim Besuch unbekannter Websites. Der Bedrohungsschutz schützt euch sogar dann, wenn ihr nicht mit einem VPN verbunden seid. Ihr müsst das Feature nur in den NordVPN-Einstellungen einschalten. Also, Geld sparen, alle Online-Inhalte freischalten und sicher surfen und das mit meinem Link mit einem Mega-Rabatt. Nutzt diese Chance unbedingt, Leute. Den Link findet ihr auch unten im angepinnten Kommentar. Um zu verstehen, ob der gesamte Kosmos von einem schwarzen Loch beherbergt wird, sollten wir erstmal schauen, was ein schwarzes Loch überhaupt ist. Denn diese Dinger sind für mich wirklich die faszinierendsten Objekte des Kosmos. Über die Schwerkraftungeheuer existieren viele Missverständnisse, wie beispielsweise, dass sie alles aufsaugen würden. Wenn das der Fall wäre, wäre unsere Erde allerdings auch schon längst verschluckt. Wow! Fangen wir mal mit einer kleinen Geschichtsstunde an. Bereits im Jahre 1783 wurde die Idee eines schwarzen Lochs erstmalig beschrieben, und zwar vom englischen Naturforscher John Mitchell, der das Ganze noch als dunkler Stern beschrieb. Klingt ein bisschen wie der Todesstern, war aber tatsächlich bereits eine sehr akkurate Beschreibung von schwarzen Löchern. Er formulierte es wie folgt. Wenn der Radius einer Kugel von der gleichen Dichte wie die Sonne, den der Sonne in einem Verhältnis von 500 zu 1 überstiege, hätte ein Körper, der aus unendlicher Höhe auf sie zufiele, an ihrer Oberfläche eine höhere Geschwindigkeit als die des Lichts erlangt. Folglich, unter der Annahme, dass Licht von derselben im Verhältnis zu seiner Masse stehenden Kraft angezogen wird, wie andere Körper auch, würde alles von einem solchen Körper abgegebene Licht infolge seiner eigenen Gravitation zu ihm zurückkehren. Dies gilt unter der Annahme, dass Licht von der Gravitation in der gleichen Weise beeinflusst wird wie massive Objekte. Anfang des 20. Jahrhunderts legten dann Albert Einstein mit seiner Relativitätstheorie und Karl Schwarzschild mit seinen Berechnungen die physikalischen Grundlagen für die Beschreibung von schwarzen Löchern. Schwarzschild prägte die Begriffe Ereignishorizont und Singularität und berechnete, dass jedes Objekt in einem gewissen Bereich das Licht nicht mehr entkommen lassen kann, wenn es nur genügend verdichtet ist. Würde zum Beispiel die Masse der Sonne zu einer Kugel mit nur 3 Kilometer Radius komprimiert, dann könnte von deren Oberfläche kein Lichtstrahl mehr nach außen gelangen. Jeder von uns könnte also zu einem schwarzen Loch werden, wenn wir nur genügend komprimiert werden. Das ist doch mal eine tolle Aussicht.
Lange Zeit waren schwarze Löcher nur physikalische Theorie. Definitive Beweise konnte man erst sammeln, als die Technik fortschrittlicher wurde. Heute bestehen keine Zweifel mehr an der Existenz von schwarzen Löchern, spätestens seit man im Jahre 2019 aus Radioaufnahmen des sogenannten Event Horizon Teleskop die Darstellung des supermassiven schwarzen Lochs der Galaxie M87 berechnen konnte. Ziemlich fotogen, würde ich sagen. Aber was ist denn nun ein schwarzes Loch genau? Versuchen wir mal eine Definition in einem Satz. Ein schwarzes Loch ist ein Objekt, dessen Masse so sehr verdichtet ist, dass in einem gewissen Bereich selbst das Licht der Gravitation nicht mehr entkommen kann. Der entscheidende Aspekt ist also der Ereignishorizont. Der Ereignishorizont ist die Grenze, hinter der die Schwerkraft so stark ist, dass noch nicht mal mehr das Licht entkommen kann. Laut Albert Einsteins Relativitätstheorie ist Lichtgeschwindigkeit das schnellste, was innerhalb des Universums existieren kann. Wenn also nicht mal das Licht entkommen kann, dann kann gar nichts entkommen. Nichts kann einen Ereignishorizont von innen nach außen überschreiten. Keine Information, keine Strahlung und schon gar keine Materie. Damit ist auch schon ein hartnäckiges Vorurteil über schwarze Löcher widerlegt, nämlich dass sie alles einsaugen würden. Vielmehr bestimmt ihre Masse ihren gravitativen Einfluss. Je schwerer ein schwarzes Loch, desto weiter stülpt sich der Ereignishorizont nach außen, aber kein schwarzes Loch saugt alles ein, egal wie weit es weg ist. Es wäre zum Beispiel auch denkbar, winzig kleine Objekte in ein schwarzes Loch zu verwandeln, zum Beispiel dieses Gummibärchen. Ich müsste es nur genügend komprimieren, dann würde es einen winzigen Ereignishorizont ausbilden, aber diese Gravitation würde noch nicht mal genügen, um mich einzusaugen. Umgekehrt hingegen. Und selbst wenn die Schwerkraft ihre Wirkung entfaltet, bedeutet das nicht, dass man ins Zentrum in Richtung der Singularität gesogen wird. In der Mitte unserer Galaxis, der Milchstraße, beispielsweise befindet sich ein schwarzes Loch mit dem Namen Sagittarius A Sternchen. Dieses Ungetüm erfasst unser Sonnensystem durchaus mit seiner Schwerkraft. Gerade in diesem Moment rotieren wir um das Zentrum unserer Galaxis. Für eine Umdrehung benötigen wir ungefähr 225 Millionen Jahre, ein sogenanntes galaktisches Jahr. Wir bewegen uns allerdings nicht näher zu Sagittarius A. Unser Rotationsorbit ist stabil, wie bei der Erde und der Sonne. Die Sonne erfasst die Erde, aber die Erde wird ja nicht in die Sonne hineingesogen. Ups. Schwarze Löcher unterscheiden sich also durch ihre Masse. Das veranlasste den Physiker John Archibald Wheeler zu seiner berühmten Aussage, schwarze Löcher haben keine Haare. Er meinte damit, dass sie keine beschreibenswerten Eigenschaften haben, außer eben ihrer Masse und allenfalls noch ihr Drehimpuls und ihrer elektrischen Ladung. Daraus ergeben sich verschiedene Arten von schwarzen Löchern. Supermassive schwarze Löcher, stellare schwarze Löcher und primordiale schwarze Löcher. Supermassive schwarze Löcher bilden den Kern von Galaxien und sind unfassbar schwer. Sie wiegen mindestens mehrere Millionen Mal so viel wie die Sonne. Das schwerste Exemplar, Ton 618, bringt sogar 66 Milliarden Sonnenmassen auf die Waage. Forscher sind sich nicht einig darüber, ob zuerst die supermassiven schwarzen Löcher da waren und sich dann Sterne um sie herum gesammelt haben und letztlich Galaxien bildeten, oder ob zuerst die Galaxien da waren und aus ihrer verdichteten Masse im Zentrum ein schwarzes Loch entstand. Ein bisschen also die Frage nach der Henne und dem Ei, oder eher nach schwarzem Loch und Galaxie. Dann gibt es noch die stellaren schwarzen Löcher. Diese stellen das Endprodukt von wirklich schweren Sternen dar. Sterne existieren nicht ewig. Der durchschnittliche Stern kann so ungefähr 10 Milliarden Jahre lang seinen Fusionsprozess betreiben und dadurch Hitze und Energie erzeugen. Wenn er keine Elemente mehr zum Fusionieren hat, ist Schluss. Die meisten Sterne expandieren dann zu einem roten Riesen und werden um ein Vielfaches größer als in ihrer Ursprungsform. Schwere Sterne stoßen dann explosionsartig ihre Gashülle in den Weltraum und das bezeichnet man als Supernova. Bei sehr, sehr, sehr schweren Sternen kann dabei ein Teil ihrer Masse kollabieren und sich so sehr verdichten, dass ein Ereignishorizont entsteht, also ein schwarzes Loch. Forscher gehen davon aus, dass sich allein in unserer Milchstraße mindestens 10 Millionen stellare schwarze Löcher befinden, eben überall dort, wo ein ausreichend massereicher Stern kollabiert ist. Und dann gibt's noch vielleicht die rätselhaften primordialen schwarzen Löcher. Wir haben ja eben schon erfahren, dass theoretisch auch sehr leichte Objekte zu einem schwarzen Loch komprimiert werden könnten.
Doch unter den jetzt im Universum vorherrschenden Bedingungen erscheint das kaum möglich. Mit welcher Kraft etwa sollte ein leichtes Objekt wie, oh, noch ein Gummibärchen so sehr verdichtet werden, dass ein Ereignishorizont entsteht? Kurz nach dem Urknall, also dem Beginn des Universums, waren die Bedingungen allerdings so extrem, dass es denkbar erscheint, dass damals jede Menge Mini-Schwarze Löcher oder eben mit dem Expertenbegriff primordiale Schwarze Löcher entstanden sind. Damals gab es noch keine Sterne, die hätten kollabieren können, aber hochkomprimierte Gebiete in der Ursuppe des Universums, die womöglich zu winzigen Schwarzen Löchern zusammengequetscht wurden. Ein solches primordiales schwarzes Loch besäße noch nicht mal die Schwerkraft, um etwa die Erde zu verschlingen. Wenn es uns zu nahe käme, würde es einfach durch die Erde durchrasen und allenfalls ein paar Erdbeben verursachen. Eine Frage stellt sich vielen sofort, wenn sie an schwarze Löcher denken. Wohin kommt man eigentlich, wenn man von einem schwarzen Loch verschlungen würde? Leider muss man da wohl die Szenarien aus vielen Hollywood-Filmen als etwas unrealistisch bezeichnen. Wenn man dem schwarzen Loch zu nahe käme, würde man zunächst in einer sogenannten Akkretionsscheibe gemeinsam mit dem ganzen anderen Zeug, das von der Schwerkraft erfasst wurde, also Gas, Staub und so weiter, herumgewirbelt werden. Innerhalb dieser Akkretionsscheibe können durch Reibung immense Temperaturen entstehen, sodass man vermutlich ordentlich durchgeröstet würde. Schließlich würde man irgendwann den Ereignishorizont überschreiten, was einem selbst aber gar nicht auffallen würde. Wir können von außen keine Informationen von innerhalb des Ereignishorizontes wahrnehmen, aber von innen scheint alles ganz normal. Also so normal, wie die Dinge eben erscheinen, wenn man gerade in ein schwarzes Loch gesogen wird. Währenddessen werdet ihr spaghettisiert. Spaghettisierung ist ein wissenschaftlicher Fachbegriff, kann man also in jeder Doktorarbeit großzügig verwenden. Und geprägt hat ihn der britische Wissenschaftler Stephen Hawking. Er meinte damit, dass Objekte auf dem Weg ins Zentrum des schwarzen Loches durch die Schwerkraft und die Drehbewegung in die Länge gestreckt werden. Ihr werdet also im wahrsten Sinne des Wortes zu einer sehr langen Weltraumspaghetti. Okay, letzter Essenswortwitz versprochen. Und dann? Sehr wahrscheinlich kommt ihr nirgendwo und nicht etwa ganz woanders wieder raus. Ihr werdet Teil des schwarzen Lochs selbst, einer sogenannten Singularität. Ein unfassbar verdichteter Punkt ohne Ausdehnung, noch nicht mal einen Millimeter groß. Eure Masse wird Teil davon und das schwarze Loch wird schwerer, wodurch sich der Ereignishorizont minimal weiter nach außen bewegt. Einige wenige Wissenschaftler halten es für möglich, dass auch weiße Löcher existieren. Diese wären dann das genaue Gegenstück zu einem schwarzen Loch. Während man den Ereignishorizont eines schwarzen Loches nicht von innen nach außen passieren kann, kommt man bei einem weißen Loch nicht von außen nach innen. Mit anderen Worten, es spuckt alles aus. Wenn man das weiterdenkt, könnte jedes schwarze Loch mit einem weißen Loch verbunden sein. Ihr geht ins schwarze Loch rein und kommt aus einem weißen Loch wieder raus. Diese Verbindung wäre dann eine Art Wurmloch, aber das ist nur absolute Theorie. Eine letzte Sache noch. Existieren schwarze Löcher für immer? Verschlingen immer mehr und werden immer größer? Fast. Stephen Hawking geht nicht nur als Erfinder des Begriffes Spaghettifizierung in die Geschichtsbücher ein, sondern auch als Entdecker der bislang noch nicht zweifelsfrei bewiesenen Hawking-Strahlung. Hawking ging davon aus, dass sozusagen genau auf dem Ereignishorizont durch mysteriöse Quanteneffekte Teilchen entstünden, die dann das schwarze Loch verlassen können. Auf diese Art und Weise würden schwarze Löcher ihre Masse verlieren, allerdings sehr langsam. So langsam, dass wohl schwarze Löcher die allerletzten Objekte sein werden, die existieren werden kurz bevor das Universum stirbt. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ich hoffe, das Thema schwarze Löcher hat euch in seinen Bann gezogen. Ich werde mich nun noch etwas genauer mit dem Thema Spaghettifizierung und Gummibärchen beschäftigen. Jetzt wissen wir also, was schwarze Löcher grundsätzlich sind. Aber damit unser gesamtes Universum da reinpassen könnte, bräuchten wir echt ein massives Exemplar. Vielleicht können wir uns irgendwie annähern, wenn wir uns mal anschauen, was denn das größte schwarze Loch ist, das wir kennen. Und das ist seit einiger Zeit nicht mehr Ton 618, sondern Phoenix A. Und ihr werdet euch jetzt gleich sehr klein fühlen, versprochen. Supermassive schwarze Löcher gehören zu den faszinierendsten Objekten des Kosmos und sicherlich gingen
viele von euch davon aus, dass das größte Exemplar von allen Ton 618 sei. Über Ton haben wir hier auf dem Channel schon oft gesprochen und tatsächlich ist es ein absolut gigantisches, supermassives schwarzes Loch, das lange Zeit als das schwerste schwarze Loch überhaupt galt. So gigantisch ist es verglichen mit unserem Sonnensystem. Das kleine Etwas da im Zentrum ist unser gesamtes Sonnensystem, kaum noch wahrzunehmen angesichts der gigantischen Größe von Ton. Es bringt 66 Milliarden Mal das Gewicht der Sonne auf die Waage. Die Dimensionen sind also wirklich unvorstellbar. Doch jetzt kommt's, man hat ein noch massiveres Monster gefunden, und zwar im sogenannten Phoenix Cluster. Der Phoenix Cluster ist ein massiver und heißer Galaxienhaufen, der sich etwa 8,5 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt befindet. Er gehört zu den am besten untersuchten Galaxienhaufen und eines seiner auffälligsten Merkmale ist die hohe Sternentstehungsrate im Zentrum des Haufens. Und man vermutet, dass eben jenes supermassives schwarzes Loch im Zentrum des Phoenix-Cluster dafür verantwortlich ist, dass so viele Sterne gebildet werden. Das schwarze Loch nimmt Material aus seiner Umgebung auf und setzt dadurch Energie und Strahlung frei, die dazu beitragen, dass sich Gas und Staub in der Nähe des schwarzen Lochs zusammenballen und schließlich zur Bildung von Sternen führen. Man könnte also sagen, dass dieses schwarze Loch eine Art stellarer Geburtshelfer ist. Und für welche Geburtsmethode habt ihr euch entschieden? Ich lasse es vom schwarzen Loch heraussaugen! Hinzu kommt, dass es im Zentrum des Clusters gigantische Mengen an heißem Gas gibt. Dieses Gas hat eine Temperatur von mehreren Millionen Grad und strahlt im Röntgenbereich. Deswegen können wir den Phoenix-Cluster auch sehr gut im Röntgenbereich untersuchen. Hier seht ihr gerade eine Röntgenaufnahme des Chandra-Weltraumteleskops der NASA. Und auch für diese hohen Temperaturen ist das schwarze Loch verantwortlich, da es Wärme und Strahlung freisetzt, die das Gas erhitzen. Diese Energie wird vor allem in Form von gigantischen Jets ausgestoßen, heftige Explosionen, die in der Akkretionsscheibe eines schwarzen Lochs entstehen. Okay, soweit so gut, aber ich höre schon einige von euch panisch fragen, wie gigantisch groß ist das schwarze Loch denn nun? Sehr gigantisch. Es befindet sich in der zentralen Galaxie des Phoenix-Clusters, die den Namen Phoenix A trägt. Deswegen spricht man auch vom Phoenix A-Schwarzen Loch. Es wiegt nach neuesten Schätzungen, und jetzt haltet euch fest, ungefähr 100 Milliarden Mal so viel wie die Sonne. Mit 100 Milliarden Sonnenmassen ist dieses kosmische Ungetüm also nochmal 34 Milliarden Sonnenmassen schwerer als Ton 618. Hier sehen wir einen Größenvergleich zwischen Ton, Phoenix A und dem Orbit des Neptuns. Wer also dachte, dass es nicht größer als Ton 618 geht, der wird nun eines Besseren belehrt. Die Begrenzung der schwarzen Löcher in dieser Darstellung ist übrigens der Ereignishorizont, der Bereich, hinter dem die Schwerkraft eines schwarzen Lochs so stark wird, dass noch nicht mal mehr das Licht entkommen kann. Phoenix A ist also wirklich ein Schwerkraftmonster, und hier kommen jetzt noch einige unglaubliche Fakten, die euch vom Hocker hauen werden. Phoenix A ist schlappe 24.000 Mal schwerer als das zentrale schwarze Loch unserer Milchstraße, Sagittarius A Stern. Phoenix A einmal zu umrunden würde 71 Tage und 14 Stunden dauern, mit Lichtgeschwindigkeit. Richtig gehört, mit der höchsten möglichen Geschwindigkeit wärt ihr über 71 Tage unterwegs. Und es übersteigt sogar einige Galaxien vom Gewicht her. Es ist doppelt so schwer wie die Triangulum-Galaxie. Mit Hilfe des Hubble-Teleskops konnte die NASA eine noch bessere Aufnahme des aktiven Kerns des Phoenix-Clusters machen, den ihr hier gerade seht. Der Gedanke, dass wir hier etwas sehen, das 8,5 Milliarden Lichtjahre entfernt ist, ist einfach unglaublich. In einem NASA-Statement heißt es zu der Aufnahme, 10 Milliarden Sonnenmassen, kühles Gas, befinden sich entlang von Filamenten nördlich und südlich des schwarzen Lochs, die wahrscheinlich von Ausbrüchen des supermassiven schwarzen Lochs im Zentrum des Bildes stammen. Mit diesen unvorstellbaren Ausmaßen gehört Phoenix A zu einer ganz besonderen Gruppe von schwarzen Löchern, den sogenannten Stupendously Large Black Holes, kurz SLABs. Damit beschreibt man schwarze Löcher, die noch wesentlich größer sind als gewöhnliche supermassive schwarze Löcher und die Mindestmasse, um in den exklusiven Club der SLABs aufgenommen zu werden, ist eben genau 100 Milliarden Sonnenmassen. Damit ist Phoenix A das bislang einzige bekannte SLAB. Bis vor kurzem, also bis das Gewicht von Phoenix A so genau bestimmt werden konnte, war das Ganze sogar nur eine höchst umstrittene Theorie. Noch vor 2 Jahren sagte der Kosmologe Bernard Carr, wir wissen, dass
schwarze Löcher in einem riesigen Bereich von Massen existieren, daher ist es nur natürlich, sich zu fragen, ob es eine Obergrenze gibt. Einige Leute mögen skeptisch sein, was die Existenz von Slabs angeht, weil sie schwer zu bilden sind, allerdings war man auch bei supermassereichen schwarzen Löchern skeptisch, bis sie gefunden wurden. Und jetzt ist das Ganze so gut wie bewiesen. Natürlich nicht hundertprozentig, solange wir noch nicht ein wirklich direktes Bild vom Phoenix-A-Schwarzen Loch machen können, aber die Indizien sind sehr, sehr stark. Und nun vermuten einige Forscher schon, dass es irgendwo da draußen in den Weiten des Kosmos sogar schwarze Löcher geben könnte, die kurz nach dem Urknall so viel Materie angesammelt haben, dass sie bis zu 100 Billionen Mal so viel wie die Sonne wiegen könnten. Die Existenz solcher Ultraslabs ist aber absolute Theorie. Zumindest bis sie dann irgendwann entdeckt werden. Wie dem auch sei, wir wollten ja nach unser Sonnensystem vernichten, indem wir Phoenix A in die Nähe platzieren. Gesagt, getan, hier seht ihr noch unsere schöne Erde, die nichtsahnend ihre Bahn um die Sonne zieht, und nun platzieren wir ein schwarzes Loch neben dem Sonnensystem, dessen Masse wir nun auf 100 Milliarden Sonnenmassen erhöhen. Und zack, Phoenix A ist da. Tja, das scheint dem Sonnensystem nicht so wirklich gut zu bekommen. Alle Himmelskörper inklusive der Sonne verschwinden hinter dem gravitativen Schlund. Schön zu sehen war hier übrigens auch ein Effekt namens Gravitationslinse. Die Schwerkraft vieler schwarzer Löcher ist so stark, dass sie die Lichtteilchen beeinflusst, die aus dem Kosmos in unsere Augen dringen. Dadurch kommt es zu diesen bizarren Verzerrungen, die wir hier gerade sehen konnten. Und das können Astronomen sich sogar zunutze machen, da wir schwarze Löcher benutzen können, um in Bereiche des Kosmos zu sehen, die wir ohne ihre gravitative Linse nicht sehen könnten. Wir haben ja eben gehört, dass aus rein physikalisch-theoretischer Sicht Slabs existieren könnten mit einer Masse von 100 Billionen Sonnen. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, ein solches Ultra-Slab neben Phoenix A zu platzieren. Dagegen wirkt es wirklich absolut mini. Jetzt brauchen wir nur noch einen passenden Namen für unser 100 Billionen Sonnenmassen Ultra-Slab. Schreibt mir unbedingt eure besten Namensvorschläge in die Kommentare. Ich werde einen davon nehmen und das schwarze Loch darauf taufen, versprochen. Phoenix A ist unvorstellbar gigantisch. Aber ob ein ganzes Universum reinpasst? Eher nicht. Aber wie wir gesehen haben, gibt es nicht wirklich eine Obergrenze für die Masse schwarzer Löcher. Aber was wissen wir überhaupt darüber, was in einem schwarzen Loch passiert? Die NASA hat versucht, mal ganz genau hinzuhören und hat tatsächlich Geräusche aus einem schwarzen Loch empfangen. Und die etwas gruseligen Originalaufnahmen, die hört ihr jetzt. Im Weltraum kann dich niemand schreien hören, weil es keine Geräusche gibt, richtig? Es stimmt nicht so ganz. Es handelt sich um einen weit verbreiteten Irrglauben. Und weil das nicht stimmt, konnten Forscher nun sogar ein schwarzes Loch hörbar machen. Schwarze Löcher sind Objekte, deren Masse in einem bestimmten Bereich so verdichtet ist, dass eine Singularität entsteht. Ein Punkt, der so zusammengequetscht ist, dass er keine Ausdehnung mehr besitzt, noch nicht mal einen Millimeter. Um diese Singularität ist die Schwerkraft sehr stark. Und einem gewissen Umkreis kann selbst das Licht nicht mehr entkommen. Die Grenze, hinter der das Licht der Gravitation nicht mehr widerstehen kann, nennt man Ereignishorizont, und je nachdem, wie schwer das schwarze Loch ist, erreicht dieser Ereignishorizont eben größere und größere Ausmaße. Alles könnte theoretisch zum schwarzen Loch werden, es müsste nur genügend verdichtet sein. Wenn ihr es schaffen würdet, euch genügend zusammenzuquetschen und eine Singularität zu werden, hättet ihr auch einen Mini-Ereignishorizont und wärt ein schwarzes Loch. Bitte nicht zu Hause ausprobieren, Leute. Trotz ihres einnehmenden Wesens beeinflussen schwarze Löcher auch ihre Umgebung. Sie senden heftige Energiestrahlen aus, die man als Jets bezeichnet. Die entstehen, wenn sich um ein schwarzes Loch Materie ansammelt in einer Akkretionsscheibe. In der Akkretionsscheibe entstehen riesige Energiemengen, die sich irgendwann als Jets in den Kosmos entladen. Schwarze Löcher senden aber auch Gravitations- und Druckwellen aus. Insgesamt kann man also sagen, dass schwarze Löcher nicht nur jede Menge Kram verschlucken, sondern auch Effekte aussenden, die die Umgebung beeinflussen. Und das haben sich NASA-Forscher zunutze gemacht. Sie beobachteten ein schwarzes Loch im Perseus-Galaxienhaufen in einer Entfernung von schlappen 240 Millionen Lichtjahren. Die NASA schrieb in einer Pressemitteilung, Astronomen entdeckten, dass die Druckwellen, die das schwarze Loch aussendet, Wellen im heißen Gas des Haufens verursachen, die in einen Ton übersetzt werden können. Einen, den Menschen nicht hören können, etwa 57 Oktaven unterhalb des mittleren C. Das schwarze Loch interagiert also mit den umliegenden heißen Gasnebeln. Und das konnte die NASA in hörbare Frequenzen umwandeln. Und ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Haltet euch fest, so klingt ein schwarzes Loch. Okay, der musste sein. Jetzt aber, so klingt ein schwarzes Loch.
gruselig, oder? Andererseits auch nicht schlechter als das meiste, was im Moment in den Charts ist. Ich finde es vor allem irgendwie spacig. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber es könnte doch so als Hintergrundsound von Star Trek funktionieren, oder? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure Gefühle beim Hören des Schwarzen Lochs waren und wie ihr den Sound beschreiben würdet. Würde mich sehr interessieren und ich versuche auf so viele Kommentare wie möglich zu antworten, versprochen. Der Ton ist übrigens nicht genau das, was ihr hören würdet, wenn ihr euch in der Nähe des Schwarzen Lochs befinden würdet. Denn Menschen wären nicht in der Lage, den Originalton zu hören. Und wenn ihr euch in der Nähe eines Schwarzen Lochs befinden würdet, hättet ihr ganz andere Probleme. Die NASA-Forscher haben den Ton in den hörbaren Bereich für uns Menschen übersetzt. Die Signale sind in dieser Form, wie wir sie gerade gehört haben, bis zu 288 Quadrillionen mal höher als ihre ursprüngliche Frequenz. Man bezeichnet so ein Vorgehen als Sonifikation. Aber warum können wir denn jetzt was im Weltraum hören? Wie ich anfangs sagte, ist es ein Irrglaube, dass es im All keine Geräusche gäbe. Der größte Teil des Weltraums ist natürlich ein Vakuum, in dem sich keine Schallwellen ausbreiten können. In diesem Großteil stimmt das Vorurteil, dass ihr dort tatsächlich nichts hören könnt. Und euch niemand schreien hört, wenn die Aliens euch angreifen. Aber das Vakuum ist nicht überall perfekt. An Orten wie Galaxienhaufen gibt es große Mengen an intergalaktischem Gas, das Hunderte oder sogar Tausende von Galaxien einhüllt. Wie so eine Art Gassuppe, in der die Galaxien schwimmen. Super dünn und mit bloßem Auge unmöglich zu erkennen, aber dieses intergalaktische Gas genügt als Medium für die Ausbreitung von Schallwellen. Hier eine schöne Umschreibung einer NASA-Forscherin. Es ist wie eine wunderschöne Filmmusik von Hans Zimmer mit einem sehr hohen Stimmungsniveau. Die Vorstellung, dass es diese supermassiven schwarzen Löcher gibt, die im ganzen Universum verstreut sind und unglaubliche Lieder ausstoßen, ist ein sehr verlockender Gedanke. Ich frage mich, wann der erste Black Hole Remix von irgendwem bei YouTube hochgeladen wird. Wenn ihr begabte DJs seid, dann erstellt doch mal einen Remix davon und sagt mir dann Bescheid. Läuft bei mir den ganzen Tag auf Dauerschleife der Schwarze Loch Sound. Stellt mal vor, unser Universum wäre wirklich in einem schwarzen Loch und Aliens, die das von außen untersuchen, hören dann die ganze Zeit so dumpf Capital Bra und so aus dem schwarzen Loch plärren. Uah. Aber jetzt wissen wir immer noch nicht sicher, ob wir im schwarzen Loch leben. Vielleicht finden wir mehr darüber raus, wenn wir die ältesten schwarzen Löcher des Universums untersuchen, also die, die ganz kurz nach Anbeginn der Zeit, dem Urknall, entstanden sind. Das James-Webb-Teleskop ist so mächtig, dass es diese Dinger ins Visier nehmen kann. Schaut's euch an. James Webb hat einen Galaxienhaufen in mehr als 11 Milliarden Lichtjahren Entfernung beobachtet, der sich um einen roten Quasar dreht und quasi aufgefressen wird. Ganz schön dramatisch. Aber von Anfang an, ein internationales Team von Wissenschaftlern hat das James Webb Space Telescope auf ein ganz besonderes Objekt gerichtet, nämlich auf einen seltenen roten und extrem hellen Quasar, der den poetischen Namen trägt SDSS J1652024+17-28523. Uff, jetzt ist die Zeit für das Video leider schon vorbei. Tschö, Leute. Moment, ein bisschen mehr gibt es natürlich schon zu erzählen. Lasst uns erstmal klären, was ein Quasar überhaupt ist. Das ist kein seltsames magisches Wesen aus der Hogwarts-Welt oder so, sondern Quasar steht für quasi-stellare Radioquelle oder auf Englisch quasi-stellar radio source. Es handelt sich also um eine extrem weit entfernte Quelle von Radiostrahlung und gemeinhin bezeichnen die Forscher damit den aktiven Kern in einer Galaxie. Wenn man diesen Kern durch ein hochwertiges Teleskop beobachtet, dann sieht dieser helle Punkt sternförmig aus und daher kam die Bezeichnung quasi-stellar. Ein Quasar strahlt unfassbar viel Energie in unterschiedlichen Wellenlängen aus und heute weiß man, dass die Dinger in Wirklichkeit gar nichts mit Sternen zu tun haben, sondern dass ein Quasar ein schwarzes Loch im Zentrum einer Galaxie ist mit einer rotierenden Akkretionsscheibe voll leuchtender und energiereicher Materie. Und diese leuchtende Materie rast um das schwarze Loch herum, um den galaktischen Kern. Von unserem Blickwinkel aus rast die Materie dabei zunächst von uns weg und erfährt damit eine Rotverschiebung. Und gleichzeitig rast die Materie dann auf der anderen Seite des Kerns wieder auf uns zu und dadurch gibt es eine Blauverschiebung. Durch die so stark verbreiterten Spektrallinien im Spektrum können die Forscher Quasare daher sehr gut von Sternen unterscheiden, die nicht diese enormen Verschiebungen aufweisen. Das, was wir von Quasaren sehen können, ist die enorme Akkretionsscheibe aus Material, die super viel Energie in den Weltraum abstrahlt. Diese Objekte gehören zu den leuchtkräftigsten und energiereichsten Objekten im gesamten Weltall.
Für diesen Winter wäre es echt praktisch, einen Quasar in der Gastherme zu haben. Der älteste und am weitesten entfernte Quasar ist 13,11 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt und das Schwarze Loch hat eine unglaubliche Masse von 1,6 Milliarden Sonnen. Und der hellste Quasar, der bislang entdeckt wurde, leuchtet etwa so hell, und jetzt haltet euch fest, wie 600 Billionen Sonnen. Unvorstellbar. Okay, jetzt haben wir schon mal einen Eindruck davon, was ein Quasar ist. Und der Quasar, um den es hier geht, ist erst einmal ungewöhnlich rot. Und zwar aufgrund dieser eben erwähnten Rotverschiebung des leuchtenden Materials in der Akkretionsscheibe. Und um diesen Quasar herum haben sich Galaxien angesammelt. Das ist an sich erstmal nichts Neues, denn schon Hubble hatte früher einmal diesen Quasar ins Visier genommen und die Forscher schlossen aus den Daten, dass sich die Wirtsgalaxie des Quasars mit einer weiteren Galaxie zusammengetan hat. So weit, so normal und unspektakulär, wenn man das so sagen kann. Man hatte damals aber nicht damit gerechnet, dass es sich tatsächlich um mehrere Galaxien handelt, die da um den Quasar herumrasen. Die Astronomin Dominika Wille-Zalek von der Uni Heidelberg sagt dazu, es sind nur wenige Galaxien-Protocluster zu diesem frühen Zeitpunkt bekannt. Es ist sehr schwer, sie zu finden, und nur sehr wenige hatten seit dem Urknall Zeit, sich zu bilden. Heißt also, dass James Webb es geschafft hat, einen uralten Galaxienhaufen im frühen Universum zu beobachten. Galaxiencluster ist übrigens nichts anderes als ein Haufen von Galaxien. Unsere Milchstraße befindet sich zum Beispiel in der sogenannten lokalen Gruppe. Das ist keine mittelmäßige Dorfkneipenband oder sowas, sondern wirklich ein Haufen von Galaxien mit einer Größe von unfassbaren 5 bis 8 Millionen Lichtjahren. Neben der Milchstraße gehört auch die Andromeda-Galaxie zur lokalen Gruppe und mehr als 70 Zwerggalaxien. So, und mit Hilfe von James Webb und des Nahinfrarotspektrographens, kurz NIRSpec, hat man also jetzt herausgefunden, dass sich ganze 3 Galaxien um den Quasar drehen und umeinander umherwirbeln. Und das in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Stellt euch mal vor, was das für eine enorme Massenansammlung dieses gigantischen schwarzen Lochs sein muss. Das Besondere an dem NIRSpec-Instrument ist übrigens, dass man gleichzeitig Spektren über das gesamte Sichtfeld des Teleskops sammeln kann und nicht etwa nur von einem einzelnen Punkt. Damit konnte James Webb also den Quasar, die 3 Galaxien und die Umgebung drumherum genauestens scannen. Nadia Zakamska, Astrophysikerin an der Johns Hopkins University, dachte sich bei den Daten, nachdem wir die James Webb-Daten erhalten hatten, dachte ich, ich habe keine Ahnung, was wir hier überhaupt sehen. Was ist das alles für ein Zeug? Wir haben mehrere Wochen damit verbracht, diese Bilder anzustarren. Das Gefühl kenne ich, das Gefühl habe ich immer, wenn ich mein Zimmer aufräumen soll und das Chaos anstarre. Aufgrund der gelieferten Spektren konnten die Forscher aber schließlich herausfinden, dass der rote Quasar tatsächlich Teil von diesem dichten Galaxienknoten war. Dieser Quasar könnte also einfach der super-hyperaktive Kern eines ganzen Galaxienhaufens sein. Das Team glaubt jetzt, dass es sich bei diesem ganzen Gebilde um eine der dichtesten bekannten Gebiete der Galaxienbildung des früheren Universums handeln könnte. Selbst ein dichter Knoten aus dunkler Materie reicht nicht aus, um dies zu erklären, sagt Wille-Zalek. Wir glauben, dass wir eine Region sehen können, in der 2 massive Halos aus dunkler Materie miteinander verschmelzen. Ein dunkler Materie-Halo ist übrigens die Korona, die Galaxien umgibt. Eine Art Hülle aus dunkler Materie, die die Galaxie zusammenhält. Das ist aber alles nur total hypothetisch, weil ja immer noch niemand so richtig weiß, was dunkle Materie überhaupt sein soll. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin jedes Mal sprachlos, wenn James Webb wieder etwas Neues entdeckt hat. Es ist einfach unglaublich, wie weit dieses Teleskop ins All zurückblicken kann, also zurück in die Vergangenheit. Fotos von Galaxienhaufen, die sich vor Milliarden von Jahren im frühesten Universum gebildet haben und sich um ein gigantomanisches, gefräßiges, schwarzes Loch versammeln, das liegt jetzt mit diesen Daten vor. Das ist doch echt verrückt. Die Forscher werden natürlich jetzt noch mehr Daten zusammentragen und all diese Erkenntnisse sollen uns künftig helfen zu verstehen, wie Galaxienhaufen im frühen Universum überhaupt zustande gekommen sind und dann letztlich das kosmische Netz gebildet haben, das wir heute kennen. Es gibt noch so viele Geheimnisse im Universum, da kann man sich gar nicht wirklich entscheiden, was das James-Webb-Teleskop sich als nächstes anschauen soll. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr gerne von James Webb untersucht haben würdet.
Objekte unseres Sonnensystems, Exoplaneten mit potenziellem außerirdischem Leben oder die Region kurz nach dem Urknall? Ich bin super gespannt auf eure Vorschläge und ich versuche auf so viel wie möglich zu antworten, versprochen. Jetzt haben wir schon jede Menge über schwarze Löcher gelernt. Nehmen wir mal all diese Informationen zusammen und klären jetzt endlich, ob das Universum tatsächlich vom Ereignishorizont eines schwarzen Lochs umgeben sein könnte, ob es ein Mutteruniversum außerhalb dieses Kosmos gibt und ob sich in jedem schwarzen Loch in unserem Universum vielleicht ein weiteres Tochteruniversum befindet. Gut anschneiden, Leute, jetzt wird's verrückt. Starten wir mal mit einer Idee von niemand geringerem als Stephen Hawking. Hawking hielt es für möglich, dass jedes Mal, wenn in unserem Universum ein schwarzes Loch erzeugt wird, ein Baby-Universum entstehen könnte, das nur für einen Beobachter zugänglich ist, der sich innerhalb des Ereignishorizonts des schwarzen Lochs befindet. Was für ein faszinierender Gedanke! Stellt mal vor, ihr würdet von der Gravitation eines schwarzen Lochs erfasst, übertretet den Ereignishorizont und vielleicht erwartet euch dann nicht der Tod, sondern ein gänzlich neues, aufregendes Universum. Probiert das bloß nicht aus, Leute. Ich will nicht für Spaghettisierungstote verantwortlich sein. Wenn man diese Idee von Stephen Hawking weiterspinnt, dann liegt der Gedanke nahe, dass auch unser Universum sich in einem schwarzen Loch befinden könnte. Der Astrophysiker Ethan Siegel hat sich intensiv damit beschäftigt und viele Indizien zusammengetragen, die diese Theorie absolut plausibel erscheinen lassen. Er schreibt, könnte unser Universum tatsächlich von einem schwarzen Loch hervorgebracht worden sein, das in einer Art großem Mutteruniversum entstanden ist und gebären wir jedes Mal ein neues Universum, wenn ein schwarzes Loch entsteht? Das ist eine faszinierende Idee, die es wert ist, erforscht zu werden. Vielleicht erstmal ganz kurz die Grundlagen, weshalb man überhaupt auf diese Idee gekommen ist. Ein schwarzes Loch ist ein Objekt, das verdichtet ist und so viel Schwerkraft besitzt, dass in einem gewissen Bereich selbst das Licht nicht mehr entkommen kann. Die Grenze dieses lichtverschluckenden Bereiches nennt man Ereignishorizont. Und je schwerer das schwarze Loch ist, desto weiter verschiebt sich der Ereignishorizont nach außen. Und was hinter diesem Ereignishorizont geschieht, das wissen wir nicht, denn wenn dort selbst Licht nicht mehr herausdringt, dann kommen absolut gar keine Informationen mehr heraus. Das bietet also jede Menge Raum für Spekulationen. Unser Universum ist ein mehrdimensionaler Raum, der permanent expandiert. Er expandiert zwar mit Überlichtgeschwindigkeit, so dass wir gemeinerweise das Ende des Kosmos wohl nicht erreichen können, aber entgegen weit verbreiteter Ansicht gibt es irgendwo ein Ende. Auch wenn es vermutlich nicht einfach eine Wand sein dürfte, wie im Film Die Truman Show. Oder vielleicht doch, mich würde ehrlich gesagt nichts mehr wirklich wundern. Was wäre also nun, wenn die Grenze unseres Universums der Ereignishorizont eines schwarzen Lochs wäre, das sich in einem noch größeren Mutteruniversum befindet? Okay, ihr glaubt mir immer noch nicht, oder? Außergewöhnliche Behauptungen erfordern außergewöhnliche Beweise, hat schon Carl Sagan gesagt. Und deswegen kommen hier nun einige Indizien, die eure Meinung ändern werden. Es gibt Schätzungen darüber, welches Gesamtgewicht das Universum wohl ungefähr haben müsste. Wenn man die Masse und Energie aller im sichtbaren Universum enthaltenen Teilchen zusammenzählt, kann man sich ja die Frage stellen, wie groß wäre der Ereignishorizont eines schwarzen Lochs mit dieser Masse? Und das Ergebnis ist, der Ereignishorizont eines schwarzen Lochs mit der Masse unseres Universums wäre ungefähr so groß wie die Ausmaße des beobachtbaren Universums. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Zufall ist? Vielleicht wehren sich jetzt einige von euch immer noch und sagen, das Universum ist viel zu groß, das kann nicht in einem schwarzen Loch zusammengequetscht sein, oder? Dröseln wir das mal auf. Was würde es bedeuten, wenn unser Universum im Zentrum eines schwarzen Lochs wäre? Das würde in der Tat bedeuten, dass das Universum komplett zusammengequetscht wäre, um es mal wissenschaftlich zu formulieren. Denn das schwarze Loch selbst ist ein unfassbar verdichteter und kleiner Punkt, eine Singularität, eine Masseansammlung ohne Ausdehnung. Je mehr das schwarze Loch verschluckt, desto schwerer wird die Singularität, aber nicht größer. Denn die besondere Eigenheit einer Singularität ist ja gerade, dass sie immer unfassbar klein bleibt und eine derart winzige Ausdehnung besitzt, dass man sie nicht mit irgendeiner Größenangabe beschreiben könnte. Und dieses Konzept der Singularität
bereitet den Physikern schon lange Kopfzerbrechen, denn ein unfassbar verdichteter Punkt ohne Ausdehnung steht so ein bisschen auf Kriegsfuß mit den Gesetzen der Physik. Selbst Albert Einstein hat oft versucht, irgendwie um das Ergebnis herumzukommen, dass schwarze Löcher und Singularitäten existieren könnten, obwohl gerade seine entdeckten Einsteinschen Gesetze die Existenz von schwarzen Löchern und damit auch Singularitäten voraussagten. Es ist so unglaublich, dass selbst Einstein es selbst nicht wahrhaben wollte. Lange Rede, kurzer Sinn, da wir keine Ahnung haben, welche bizarren Gesetze das Wesen der Singularität bestimmen, könnte es absolut möglich sein, dass wir uns innerhalb einer solchen Singularität befinden und es nicht wissen. Die passende Größe des Ereignishorizonts eines potenziellen schwarzen Loches und die des beobachtbaren Universums sind ein starkes Indiz. Ein weiteres Indiz könnte die Expansion des Kosmos sein. Seit der Entstehung des Universums, nach weit verbreiteter Meinung im sogenannten Urknall, vor etwa 13,8 Milliarden Jahren wächst das Universum. Und begonnen hat es nach der Urknalltheorie in einer Singularität, wie ein schwarzes Loch. Doch mysteriöserweise schwächt sich die Expansion nicht ab, je länger der Urknall her ist, was ja zu erwarten wäre, sondern sie nimmt immer weiter zu. Warum das so ist, ist absolut unerklärlich und die Physiker haben deswegen das Konzept der dunklen Energie entwickelt. Dunkle Energie bringt den Kosmos scheinbar zum schnelleren Wachsen, aber niemand weiß, was dunkle Energie ist. Wie wär's damit? Dunkle Energie ist eine Interaktion unseres Kosmos mit dem Bereich außerhalb des schwarzen Lochs. Eine Interaktion mit dem Mutteruniversum. Vielleicht befindet sich das schwarze Loch, in dem wir uns befinden, seit Anbeginn der Kosmologie in der Wachstumsphase, weil es weitere Materie verschluckt. Dadurch wird es schwerer und der Ereignishorizont, also die Grenze des beobachtbaren Universums, verschiebt sich nach außen. Ich weiß, es klingt fast zu nachvollziehbar, um wahr zu sein. Manchmal ist eben alles ganz einfach. Und noch ein drittes Argument. Die Abwesenheit der weißen Löcher. Klingt wie eine Fortsetzung zu Das Schweigen der Lämmer, meint aber einfach den Umstand, dass wir noch nie ein weißes Loch in freier Wildbahn irgendwo im Kosmos entdeckt haben. Weiße Löcher sind das theoretische Gegenteil von schwarzen Löchern. Den Ereignishorizont eines schwarzen Lochs kann man nicht mehr von innen nach außen überschreiten. Man ist im schwarzen Loch gefangen. Den Ereignishorizont eines weißen Lochs kann man nicht von außen nach innen überschreiten. Also ihr kommt nicht rein. Man könnte also sagen, dass schwarze Löcher Materie verschlucken, weiße Löcher spucken sie wieder aus. Und die Verbindung zwischen einem schwarzen Loch und einem weißen Loch könnte eine Einstein-Rosen-Brücke sein, besser bekannt unter dem Begriff Wurmloch. Und jetzt das Mysteriöse. Weiße Löcher sind nach Albert Einsteins Relativitätstheorie denkbar. Und bisher hat man eigentlich noch alles irgendwann entdeckt, was laut Einsteins Theorien denkbar ist. Weiße Löcher aber noch nicht. Vielleicht ja aus folgendem Grund. Unser Universum ist durch eine Einstein-Rosen-Brücke mit dem Mutteruniversum verknüpft. Und deswegen haben wir noch nie ein weißes Loch gefunden, weil uns der Blick in das Mutteruniversum jenseits unseres Ereignishorizonts nicht möglich ist. Und genauso gut könnte es sein, dass jedes schwarze Loch in unserem Universum euch in ein Tochteruniversum aus einem weißen Loch ausspucken würde. Schwarze Löcher als Eingang in ein Wurmloch, dessen Ausgang ein weißes Loch in einem anderen Universum ist. Andere Leute müssen jede Menge Dinge konsumieren, um auf solche Ideen zu kommen. Das waren nun einige Argumente für die Hypothese, aber man muss natürlich auch festhalten, dass es keine Beweise sind. Ethan Siegel schreibt, was leider fehlt, ist der entscheidende Schritt einer eindeutig identifizierbaren Signatur. Wir wissen nicht, ob unser Universum durch die Entstehung eines schwarzen Lochs entstanden ist, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es eine verlockende Möglichkeit, die wir nicht ausschließen sollten. Ich finde die Indizien relativ stark, aber denke mir auch, dass die Schwarze-Loch-Hypothese einen großen Nachteil hat. Sie verlagert die Frage nach dem Ursprung unseres Kosmos nämlich wieder nur auf eine andere Ebene. Wir wüssten dann zwar, dass unser Universum innerhalb eines schwarzen Lochs entstanden ist, aber wie ist das Mutteruniversum entstanden? Auch so? Aber was war dann der Anfang von allem? Und schon stehen wir wieder vor der größten Frage von allen und sind nicht wirklich weitergekommen. Aber die Wissenschaft wäre ja nicht die Wissenschaft, wenn es nicht auch Gegenmeinungen gäbe. Und jetzt kommt eine andere Gruppe von Astronomen und sagt, nee, das Universum ist nicht in einem schwarzen Loch, das Universum ist in einem weißen Loch. Und wenn ihr das mit dem schwarzen Loch schon unglaublich fandet, dann schaut euch mal das hier an.
Wie ist eigentlich das Universum entstanden? Woher kommt all das hier? Und wie konnte es zu dem überaus seltsamen Umstand kommen, dass wir jetzt hier stehen und uns Gedanken über den rätselhaften Kosmos machen können? Kurzer Rückblick auf das, was bisher geschah. Unser Universum existiert nach der Ansicht der meisten Astrophysiker seit knapp 13,8 Milliarden Jahren. Der Anfangspunkt war nach herrschender Meinung der Urknall, ein Akt der Selbstschöpfung des Kosmos. All die Energie und Materie, die heute in Form von Planeten, Nebeln, Sternen, charmanten YouTubern und so weiter durch das All fliegt, war in einem winzigen Punkt zusammengequetscht, einer Singularität. Aus ominösen Gründen begann dieser Punkt dann zu wachsen und zu wachsen bis heute. Und heute hat der Weltraum natürlich gigantische Ausmaße erreicht und ist gefüllt mit Milliarden, wenn nicht Billionen Galaxien. Und er dehnt sich immer noch aus. Die allermeisten Galaxien bewegen sich in diesem Moment von uns weg. Das ist der kosmologische Stand der Dinge, ganz grob zusammengefasst. Da könnte man ja jetzt eine sehr berechtigte Frage stellen. Warum? Die meisten Astrophysiker sagen, einfach so. Das Universum ist aus dem Nichts entstanden und vor dem Universum war demnach eben einfach nichts. Es gibt aber auch viele andere Hypothesen, unter anderem, dass sich unser Universum in einem schwarzen Loch befindet. Heute stelle ich euch mal eine ähnliche Idee vor, die aber ein bisschen in eine andere Richtung geht und die ich sehr spannend finde. Und zwar, dass unser Universum das Produkt eines weißen Lochs ist. Dafür müssen wir aber erstmal klären, was ein weißes Loch überhaupt ist. Ihr könnt euch das Ganze ein wenig so vorstellen wie das Gegenstück zu einem schwarzen Loch. Ganz vereinfacht gesprochen, schwarze Löcher ziehen Dinge an, weiße Löcher spucken Dinge aus. Während hinter dem Ereignishorizont eines schwarzen Lochs keine Kraft der Physik mehr entkommen kann, noch nicht mal mehr das Licht, könnte den Ereignishorizont eines weißen Lochs keine Kraft der Physik von außen überwinden. Also man käme gar nicht rein. Es wäre vermutlich so, als würdet ihr andauernd versuchen, auf eine Hüpfburg zu gelangen, aber würdet bei jedem Versuch wieder nach draußen bouncen. Und wenn man diese Idee weiterspinnt, könnte jedes schwarze Loch mit einem weißen Loch verbunden sein. Diese Verbindung, dieser Raumzeittunnel, wäre dann eine Einstein-Rosenbrücke oder umgangssprachlich auch ein Wurmloch. Wer sich fahrlässigerweise in ein schwarzes Loch einsaugen lässt, könnte also ganz woanders im Universum aus einem weißen Loch ausgespuckt werden. Das ist aber alles nur Theorie, denn der praktische Beweis für die Existenz weißer Löcher steht noch aus. Man hat also noch keins in freier Wildbahn gefunden. Aber sie sind im Rahmen von Albert Einsteins berühmten Feldgleichungen möglich. Durch deren Lösung konnte man immerhin auch schon die Existenz schwarzer Löcher theoretisch vorhersagen, lange bevor man dann wirklich das erste Bild eines schwarzen Lochs machen konnte. Bisher hatte Albert Einstein eigentlich noch mit allem recht und deswegen könnte man argumentieren, dass auch weiße Löcher existieren, wir sie aber einfach wegen mangelhafter technischer Mittel noch nicht entdeckt haben. Und ein weiteres Argument für die Existenz weißer Löcher ist das sogenannte Informationsparadoxon. Wenn etwas hinter dem Ereignishorizont eines schwarzen Lochs verschwindet und dann letztlich Teil der Singularität wird, gehen die Informationen des Verschluckten etwas verloren. Denn das Innere eines schwarzen Lochs besitzt keine Informationen mehr, außer die Masse, die elektrische Ladung und den Drehimpuls. Mehr Daten kann man über ein schwarzes Loch nicht erheben. Der berühmte Physiker John Wheeler beschrieb das etwas seltsam mit dem Satz, schwarze Löcher haben keine Haare. Also quasi nichts, anhand dessen man sie beschreiben könnte. Sehr seltsam formuliert. Allerdings gibt es einen quantenphysikalischen Grundsatz, der besagt, dass Informationen nicht verloren gehen können. Das Postulat der Unitarität der Zeitentwicklung. Was? Einfacher formuliert, gemäß der Quantenphysik können Informationen nicht unwiederbringlich verloren gehen. In einem schwarzen Loch scheint aber genau dies zu geschehen. Paradox. Die Lösung für dieses Informationsparadoxon könnten, richtig, weiße Löcher sein. Die Informationen gehen vielleicht gar nicht verloren, versteckt vor unseren neugierigen Blicken werden sie einfach irgendwo anders aus einem weißen Loch wieder herausgerülpst. Dieser Rülpser diente nur der Wissenschaft. Ich habe übrigens gerade passenderweise ein Crowdfunding gestartet, in dem ich versuche, 500 plüschschwarze Löcher zu finanzieren. Ich habe das Design selbst entworfen und das Besondere ist, das plüschschwarze Loch lässt sich in ein weißes Loch umkrempeln. Super cool. Nur wenn genügend Leute mitmachen, kann ich das Projekt realisieren. Also würde ich mich freuen, wenn ihr euch euer ganz eigenes Schwerkraftmonster nach Hause holt. Wie auch immer, ließe sich dieses Prinzip der schwarzen-weißen Lochbeziehung nicht auch perfekt auf das gesamte Universum übertragen?
Der Physiker Hal Haggard hält das für sehr gut möglich und sagt, warum sollte man nicht untersuchen, ob weiße Löcher derart interessante Konsequenzen haben? Die Geometrie ist in beiden Fällen sehr ähnlich. Das geht sogar so weit, dass sie manchmal mathematisch identisch sind. Der Anknüpfungspunkt ist die Singularität. Sowohl im Zentrum von schwarzen Löchern wie auch von weißen Löchern befindet sich eine Singularität. Und auch unser Universum begann in einer Singularität. Könnte unser Universum also aus einem weißen Loch geboren sein, dessen Singularität quasi ein Universumssamen war und aus dem alles nun seit Milliarden Jahren wie ein zartes Pflänzlein erblüht? Um das noch besser zu verstehen, müssen wir uns etwas in dem Bereich der Quantenphysik bewegen, also dem ominösen Teil der Physik, der sich mit den allerkleinsten Elementarteilchen befasst. Bei Singularitäten versagen nämlich die Prinzipien der klassischen Physik so ein bisschen, da ein unendlich kleiner, unendlich verdichteter Punkt nicht wirklich möglich oder beschreibbar ist. Einige Quantentheorien quantifizieren daher die Raumzeit und postulieren eine Quantentheorie der Schwerkraft. Sie kommen zu dem Schluss, dass die Sichtweise der klassischen Physik auf schwarze Löcher und Co. unvollständig ist. Nach der Theorie der Schleifenquantengravitation haben die Grundbausteine der Raumzeit die Form von extrem kleinen Schleifen, Quantenschleifen. Und diese Schleifen haben eine endliche, also beschreibbare Größe, stünden also im Einklang mit der Physik. Stellen wir uns mal einen sehr, sehr schweren Stern vor, der kurz vor dem Kollaps steht. Das heißt, er endet in einer Hypernova und verdichtet seine Restmasse derart, dass ein schwarzes Loch entsteht. Gemäß der Quantenschleifentheorie kann diese Zusammenquetschung des Sterns nicht bis zum Punkt der Singularität, also dem Punkt der unendlichen Dichte, reichen. Stattdessen würde der Stern, bevor er den Punkt der Singularität erreicht, einen Quantensprung erleben. Ab einem gewissen Druck, der auf die Restmasse des Sterns drückt, verwandelt sich das schwarze Loch in ein weißes Loch. Dieser Prozess der Umwandlung eines schwarzen Lochs in ein weißes Loch würde nur Bruchteile einer Sekunde dauern. Und genau dieser Schleifenquantensprung eines sterbenden Sterns könnte doch der Startpunkt eines neuen Universums sein. Unser Universum könnte entstanden sein, indem irgendwo anders in einem Mutteruniversum ein sehr schweres Objekt kollabiert ist und durch einen Quantensprung ein weißes Loch erschaffen wurde. Durch einen kosmischen Rülpser, um diesen Fachterminus mal weiterzuverwenden, wurde schließlich die gesamte Masse und Energie über den Ereignishorizont des weißen Lochs geschleudert und unser Universum erblickte das Licht der Welt. Der Physiker Lee Smolins machte diese Theorie populär und er beschreibt es so. Ein Stern, der zu einem schwarzen Loch kollabiert, wird sehr schnell auf eine unendliche Dichte zusammengedrückt und die Zeit bleibt stehen. Anstatt auf eine unendliche Dichte zu kollabieren, kollabiert der Stern auf eine bestimmte extreme Dichte, prallt dann zurück und beginnt wieder zu expandieren. Der Punkt, an dem die Zeit im Inneren eines schwarzen Lochs endet, wird mit dem Punkt verbunden, an dem die Zeit in einem Urknall in einem neuen Universum beginnt. Puh, das war wirklich ein wilder Ritt durch Raum und Zeit. Wie am Anfang angekündigt, schauen wir jetzt mal, wie die Stimmungslage ist. Habt ihr eure Meinung bezüglich der Theorie des Kosmos im schwarzen Loch im Laufe des Videos geändert? Habt ihr es am Anfang für unwahrscheinlich gehalten und jetzt für möglich oder umgekehrt? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf die spannenden kosmischen Diskussionen mit euch. Apropos unvorstellbare Dimensionen. Mein Kanal steht ganz kurz vor den 200.000 Abonnenten und ich weiß aus den YouTube-Statistiken, dass über die Hälfte aller Zuschauer gar nicht abonniert hat. Dabei ist das absolut kostenlos, hilft mir immens und ihr verpasst keine galaktischen Videos mehr. Also Leute, gerne alle mal auf den Abo-Button drücken. Kehren wir jetzt mal zurück auf unseren schönen Heimatplaneten. Da passiert nämlich diese Woche etwas richtig Spannendes, über das sich viele Leute auch empören. Das radioaktive Wasser von Fukushima wird nämlich in den Ozean geleitet. Ist das gefährlich? Würde es die Natur beeinflussen? Die absolut überraschende Antwort, die gerade in Deutschland nicht so auf Gegenliebe stößt, gibt's im angezeigten Video. Wenn euch diese Lehrstunde über schwarze Löcher gefallen hat, dann gebt euch jetzt diese Reise in die Welt der Radioaktivität. Und wenn ihr den Kanal unterstützen und das ganze Internet freischalten wollt, vergesst außerdem nicht, auf den Link des Sponsors NordVPN zu klicken. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute!